ohrenbetäubend der Jubel in der CDU-Zentrale, als die Kanzlerin vor ihre Anhänger tritt. Dass sie die Wahl gewinnen würde, war vielen klar. Aber dass es am Ende ein so souveräner Sieg ist, darauf hätte Angela Merkel wohl selbst nicht gewettet. Das Wahlergebnis eine klare Bestätigung für ihre Politik. Ja, liebe Freunde, der Jubel zeigt, wir können uns heute alle freuen. Das ist ein super Ergebnis. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes Vertrauen gegeben haben. Und ich darf den Wählerinnen und Wählern versprechen, wir werden damit verantwortungsvoll und sorgsam umgehen. Herzlichen Dank. Das Bangen bei den Christdemokraten war groß vor der ersten Prognose. Umso größer dann die Erleichterung. Manch einer hier trauert der FDP nach, dem Wunschkoalitionspartner. Was überwiegt, ist aber die Freude über das eigene Ergebnis. Und die Gewissheit, dass es dem großen Ansehen der Kanzlerin zu verdanken ist. Frau Merkel ist sehr beliebt, sie hat gute Konzepte, sie ist die Mrs. in Europa. Ich denke, wir haben ihr den Wahlsieg zu verdanken. Wunderbar, ist ein Top-Ergebnis. Also so hoch hätte man es, glaube ich, nicht vermutet. Das Ergebnis für die Union ist fantastisch, die Prozentzahlen sind riesig. Jetzt aber ohne FDP wird es schwierig, da ist einfach die Frage, was dann in Zukunft passiert. Wie es jetzt weitergeht, große Koalition mit der SPD oder vielleicht doch die absolute Mehrheit? Viele Fragen sind noch offen an diesem Wahlabend. Die Kanzlerin jedenfalls hat geliefert und ihre Partei zum Wahlsieger gemacht. Verfolgen wir mal den Abend weiter. Und wir hatten auch schon andere Wahlabende hier. Heute kann man mal echt froh sein, das freut mich auch.